Hallo, im letzten Part haben wir die Spezialwelten gemacht und die uns zerstört haben. Ein bisschen jedenfalls. Bin froh, diesen Part keine Spezialwelt zu machen, aber wir machen weiter mit Schwebehochsprung 2. Mal gucken, was wir da machen müssen. Und hoffentlich sterben wir nicht so allzu oft wie die letzten. Wir brauchen wieder Leben. Weil ich noch nicht so gut bin. Nach langer Zeit mal wieder Mario gespielt. Das ist, ne? Aber wahrscheinlich ändert das nichts, wenn ich länger spiele, oder? Oh mein Gott. Geschafft. Wir haben das geschafft. Wow. Aber kriegen wir auch... Münzen gibt es doch hier bestimmt auch, oder? Das ist so knapp. Warum ist das so knapp? Oh, das ist die erste Münze. Cool. Aber wirklich, oder? Das ist auch sehr knapp. Aber wenn wir gedrückt halten, dann schweben wir diesmal in der Luft ein bisschen. Da hätte doch ein Pilz oder noch ein Power-Up drin sein können, oder? Aber ja, warum auch hätte da was drin sein sollen, hm? Wir müssen auch zur rechten Zeit springen. Nein, oder? Schaffen wir das? Natürlich nicht. Ich dachte, wir schaffen das. Oh, da ist ein Pilz sogar drin, wenn wir tot sind. Okay. Ich wollte diese Münze haben, ja? Was? Die Münze muss man trotzdem einsammeln noch. Hä, warum werden die hier zurückgesetzt? WTF? Was? Das ist aber das einzigste Level, oder? Wo die zurückgesetzt werden. Hä? Was passiert jetzt in der letzten Welt? Auf einmal so, ja, ist richtig schwer. Es wird auch nichts mehr zurückgesetzt. Hat Pech gehabt. Dann streng dich mal an, ja? Alles perfekt zu machen. Los! Mach's perfekt. Gut, dann mache ich das halt auch. Oh, ich dachte, ich erreiche die Flagpole nicht. Gut, dann machen wir es jetzt auch perfekt. Oh, hier in der Magma-Welt gibt's Lila. Wundersam. Tschüss. Gut, dann ist das halt so schwer. Das ist mir auch recht. Dann sammeln wir sie halt immer. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Können wir ja. Weiß nicht, ob das so gut ist dann, aber ja. Hier hätten wir alles. Dann gucken wir weiter, was hier unten so abgeht. Uff. Ich komme nicht mehr zu meinem Freund, weil dieser blöde Fels blockiert ist. Den Weg blockiert. Normalerweise würde ich ihn einfach zertrümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Wenn ich nur ein paar Blumenmünzen hätte, dann wäre ich schnell wieder fit. Ja, dann hier, nimm. Ich wollte ja sparen eigentlich, aber nimm. Oh, darf ich das wirklich? Ja? Okay. Ich spüre, wie mir die Kraft erblüht. Das habe ich euch auch gebraucht heute. Und jetzt geh mal weg. Ich mach's. Und die Kraft ist wieder weg. Oh, da fühle ich mich eher schlapp. Wenigstens ist der Wesen weg. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund. Puh, das geht auf die Pumpe. Geh ruhig weiter. Okay, geht's dir wirklich gut? Ich komme. Okay, gut. Magma-Tiefen-Observatorium 2. Was? Einfach so? Prinz Florian, wie hast du dir nur den Weg durch die Ranken gebahnt? Die wuchern mittlerweile überall. Das hast du ja völlig recht, ja? Man sieht das Blatt vor Augen nicht mehr. Wir hätten uns fast verlaufen.
Die wuchernden Ranken überall. Und mit dem Magma stimmt auch etwas nicht. Was ist denn plötzlich los? Aber ich habe etwas gefunden, das sich in den Ranken verfangen hatte. Soll dir gehören. Bitte unternimm doch etwas gegen diese wuchernden Ranken. Gut, dann nehmen wir auch diesen Wundersamen. Danke. War das aber alles? Wir gehen doch mal reingucken, weil wir wissen ja, dass manche Sachen freigeschaltet werden, wenn man nochmal irgendwo reingeht. Die wucherten Ranken überall und mit dem Magma stimmt auch was nicht. Was ist plötzlich los? Bitte, Prinz Florian, hilf uns! Natürlich! Dann gehen wir wieder raus. Diesmal passiert hier nichts. Vielleicht auch erst nach dem Bosskampf. Von oben kamen wir ja. Dann gehen wir diesen Weg hier. Verlaufen! Wenn du nicht mehr weißt, wo du gerade bist, drücke den magmativen L, um dir die Karte anzeigen zu lassen, ja? Ja, aber oben ist ein Schloss, unten ist 25. Hätten wir das Schloss doch zuerst machen sollen? Ha? Ich glaube, wir machen das Schloss erstmal. Dort kannst du mit A ein Level auswählen und dich direkt zu ihnen bringen lassen. Wir haben das jetzt übersprungen, aber anscheinend geht es ja doch noch weiter. Naja, wir gucken erstmal, oder? Ein Superstern macht dich kurzzeit verwundbar und zieht alle Münzen. Warum lese ich das? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Ich dachte eben, ich wäre dieser Gegner, aber der sollte mir ja nur zeigen, was passiert. Dachte eben so, hä? Okay, cooles Level, jetzt. Aber der rollt auf alle zu, oder? Da oben ist die Blümchen. Warum lasse ich mich denn so treffen? Also die verfolgen einen, ja? Und dann können die sich gegenseitig zerstören. Naja, gucken wir mal, was ist das hier? Ich dachte, vielleicht kann man es kaputt machen. Nee. Kann man die verschieben? Ich war das nicht. Okay, aber ich war das halt nicht. Oh, wir können das jetzt nicht kaputt machen, oder? Und wir haben doch... Ja, bitte, komm her. Komm, hilf mir. Ja, schnell. Hier, los. Danke, Monsieur. Sehr nett von Ihnen. Und wir können die mit einer Stampfattacke kaputt machen. Cool, das wollte ich ausprobieren. Vielleicht hätten wir die doch nicht kaputt machen sollen. Ich meine... Hm. Hallo? Na gut, dann hilft uns halt der hier. Ich will deine Münzen. Oder dein Power-Up ist ja noch besser. Komm, komm, komm. Dich brauche ich bitte. Ah, fast. Hier, komm her. Danke. Eine Münze. Und die sammeln wir noch ein. Komm her. Please. Aber da waren wir jetzt schon, ne? Da ist nichts. Hä? Natürlich. Vielleicht hätten wir hier ein Bohrer-Dings gebraucht, oder? Oder was soll uns das sagen? Ja. Bestimmt, oder? Da geht's auch nicht rein. Da oben auch. Wir starten das Level nochmal neu. Auf Ansage nochmal neu gestartet. Ich
verliere mal meine Power-Ups am Anfang und dann kommen wir hier nicht weiter. Ich möchte das ja gerne schaffen. Jetzt, ja. Werdet ihr sehen, wie ich das jetzt schaffe. Aber ich bin nirgends so gestorben, weil das lasse ich drinne, das wisst ihr ja. Außer es sind zu viele Tode, dann schneide ich das ein bisschen kleiner. Aber, ja. Dann weiß man auch, dass ich da oft gescheitert bin. Daraus mache ich ja kein Geheimnis. Roll mal weiter. Okay, dann halt nicht. Dann roll nicht weiter. Aber ich brauche diese. Und komm, ich brauche auch dich. Okay, da war jetzt nur eine lila Münze drin. Klar, die brauchen wir. So kommt man auch da dran. Und dich hier brauchen wir auch. Hier lang. Ich wusste, dass da ein Bohrer drin ist. So, und dann kommen wir nämlich hier hoch. Flup, 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 flup. Und so ist das gedacht. Nicht so, wie wir das gemacht haben. Und jetzt. Ja, geh mal zu der Seite. Nein. Wehe, ich verliere mein Power-Up wieder. Oh, so kann man die auch umbringen. So, jetzt kommen wir auch da hoch. Ich wusste, dass hier was ist. Wäre ich jetzt einfach weitergegangen, ne? Dann hätten wir diese Münze übersehen. Natürlich. Gut, dass ich das jetzt nochmal geschnitten habe. Gut, dann geht's jetzt weiter im Level. Endlich. Endlich weiter als hier. Ja, sehr wackelig. Ich wollte aber auch... Ja, dann kommen wir halt anders da oben rein, so. Hier ist auch noch was. Ich sehe das doch. Ja, sehr clever war das. Natürlich will ich auch gucken, was hier ist. Nichts. Ja, auch nicht. Dann gucken wir hier rein. Die letzte Münze. Secret Exit. Wirklich ein Secret Exit. Und die Poststange von oben. Den anderen Weg gucken wir auch nochmal nach. Hier gibt es drei... Es gibt noch eine Wunderblume hier, okay. Okay, cool, cool. Eine Wunderblume und Dings gibt es hier noch. Bin ich gespannt. Flup! Einmal unten lang, einmal rechts. Aber wir werden doch das Level hier zu Ende machen. Und dann das Castle, oder? Im nächsten Part das Castle. Wir gucken. Wir sind ja auch direkt vorm Ende. Und zum Glück haben wir die Spezialwelt schon nachgeholt. Ne? So, wenn man hier einen Bohrer hat, ist das echt einfach. Na, sehr einfach sogar. Man kann hier überall lang. Das ist ein Speedrun gerade, ja? Nein, da oben gehen wir nicht mehr lang. Da war nur die Münze. Und jetzt gehen wir auch hier unten lang. Wieso bleibt das stehen? Weiß auch keiner. Hier unten geht es auf jeden Fall weiter. Ist das eine Halfpipe? Das ist ja cool. Das ist auch cool. So, an der Decke gehen wir auch mal lang. Da ist ja irgendwas so, ne? Irgendwas muss hier sein. Oder auch nicht. Das ist nice. Vielleicht die... Der kann das nicht umstoßen. Okay.
Nee, 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 ich bleib mal dabei. Dein Schicksal. Oh. Ha. Okay. Aber wie hätte ich das denn machen sollen hier? Hä? Jetzt kommt der auch hier rein? Zum Glück. Wie hätte ich das denn zu machen sollen, wenn der am Anfang nach links rollt einfach so? Das kann ich ja nicht riechen. Aber zum Glück kann man weggehen und wiederkommen und dann... Das wollte ich nicht machen. Ich dachte, ich habe vergessen, dass man sich nicht... Wir haben alle Münzen auf einmal doch gespeichert. Aber das wollte ich nicht. Ich nicht auf mein... Ich habe Angst, dass es auf den Kopf fällt dabei. Ist das egal? Es kann uns ja gar nicht auf den Kopf fallen. Hier lang. Nein, nicht weiterrollen, komm. Ja, ist ja egal, können wir selber schieben. Ich wollte hier ja nicht sterben, ich wollte... ...das hier machen. Nur von der anderen Seite, ich wollte es kippen und dann darüber rennen und hochspringen, aber ich habe vergessen, dass man... mal eingebuddelt ist, nicht über die Kanten drüber buddeln kann. So. Aber hab's nochmal gezeigt, wie es geht. Ja. Wichtig bei sowas. Oh, 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 da kommt's. Ja, das nehmen wir mit. Was ist jetzt los? WTF? Warum? Sind einfach eine Kugel. Warte, die müssen wir noch so, ne, so, warte. Ja, pass auf, so, so. Ne, tanzen wir ein bisschen. Yeah. Wieso rollt die Kugel? Bleib mal stehen. Okay, genug. Wir rollen damit jetzt. Wie eine Kegel. Nein, wir wollen alles mitnehmen. Alle Neune. Und wir sind sogar stärker als die anderen. Wir rammen einfach die anderen Sachen um. Hier diese gelben Dinger. Bam, weg damit. Und ihr auch. Mit Speed nach unten. Mit Speed. Weiter Speedo. Natürlich. Und da einmal wechseln. Und hier auch einmal wechseln. Es macht schon Spaß, ja. Das kann man nicht abwenden. Ja, wir haben den Wundersamen. Dann geht's hier weiter. Oh, hier ist auf jeden Fall eine Münze gewesen. Hier auch noch. Was reden die da? Wuppdidu. Gut. Dann haben wir das Level auch bald beendet, was? Hier vielleicht noch was? Nein, aber da kommt man... Seht ihr, wenn das an so einer Kante kommt oder sowas? Hier. Das sieht so aus, als ob man da kommt. Nee, eine Kante weg damit. Da kommt man... Dann geht man da raus einfach. Warum? Aber hier kann man's. Ah, okay. Aber die Fahnenstange auch erreicht. Jetzt müssten wir alles hier haben. Bam, 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 bam. Ja! Wie das aussieht, cool. Nice. Dann haben wir im nächsten Part... Schwebepirouette 2 und die Spezialwelt und das Schloss sollten wir machen, oder? Ich meine, 15 auf der Karte ist unten noch mehr. Wir machen das Schloss dann. Machen wir das dann? Ja, wir machen das, oder? Ja.
Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag noch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Auf Wiedersehen. Tschüss.